Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir Poseidon Energy abgeschlossen, anscheinend, und haben die Raider hier erledigt für, ich glaube, hierfür, ne? Ja. Und dann haben wir hier noch so ein Räumchen gefunden, wo der ist schon direkt wieder K.O., wo wir, weiß nicht, irgendwas finden werden, nehme ich an. Und haben damit hier die ganzen Protectrons auf uns gehetzt anscheinend, aber ich sehe nur einen bis jetzt, also ist auch schillig. Blöd ist, die Viecher tun mit Energieschaden ja kämpfen. Das hat Level Up, was ich letztes Mal bekommen habe, was mir mehr Schadensreduktion gibt, bringt nichts, weil ich glaube, das zählt nur für Kugeln und also was, ne, und normalen Schaden. Und Energieresistenz ist halt mal wieder was anderes. Vielleicht habe ich da überhaupt 167, ist auch nicht wenig. Kommt von meinem Vault-Anzug, glaube ich. Okay. Schleichen scheidet hier wohl aus. Na. Da geht aber nach unten irgendwo hin, anscheinend. Boah. McQueenies kleine Story können wir auch fortsetzen. Wie schön. Und ja. Weiß nicht. Werden wir ja wohl noch in diesem Part zu kommen, hoffentlich. Wenn wir die ganze Mission erstmal wieder abgegeben haben und Erfahrungspunkte bekommen haben. Ja, warte mal hier unten. Nichts, okay. Untergeschosse, okay. Wir sind auch Raider. Scheint ja von allem verschlossen zu sein. Also, ich glaube, McQueen's Story. Ich dachte, der Ort hier ist abgeschlossen. Was bin ich ja schon wieder gestolpert? So viele Sachen kann ich auch nicht mehr mitnehmen, wenn, merke ich gerade. Okay, bitte nicht so viele Gegner. Wir nur kurz rein, gucken, was hier ist und weiter. Ach man, wieso machen die mir so einen üblen Schaden? Mal hier versuchen. So. Aber steckt euch eigentlich, du fragst ja sowieso andauernd wegen irgendeinem Mist. Wieder 5 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, ich bin beeindruckt. Nächster. Da. Ja, links habe ich mir schon gedacht. Brauche ich Munition für meine anderen Waffen? Geht so nicht. Ich habe das Gefühl, die sind nicht gut. Ich finde den nur Hilfsmittel, ne? Jet, Mentats, all das gute Zeug. Mehr Geld einbringt. Schade ich nicht, wenn ich hier Läden eröffnen würde, einstellen kann, was verkauft werden soll. Dann würde ich halt irgendwie so überteuert verkaufen. Geil, ne? Also ein auf Anno irgendwie. Das war viel zu teuer. Du brauchst es doch. Oh nee. Ich dachte. Natürlich müssen wir in Myalux kommen, ey. Das hat. Würde ich schon wieder meinen ganzen Tag versauen.
Okay, das ist irgendwie tiefgründig. Bescheuert. Ah. Oh, nee. Ah, ja, was geht? Ich glaube, meine Beweglichkeit lohnt sich schon aus. Ich habe voll viel mehr AP, habe ich das Gefühl. So oft konnte ich nicht mit meinem Schwert angreifen. Oh, nee. Mit dem Stahl brauche ich, glaube ich, nicht. Dann war ich nicht irgendwann mit 700 oder so. Oh. Was? Was? Okay. Oh, Fusionskerne. 4 Stück. Wir kriegen ganz schön viele in letzter Zeit. Aber verstehen wir nicht. Nein. Nein. Oh. Ja, aber verstehen, wenn ich irgendwie so mal ein oder so bekomme. Ich bekomme irgendwie dauernd die 2, habe ich das Gefühl. Ja, wiegt denn hier schon wieder so viel, du. Warum mache ich mir eigentlich so schwer, McQueen hier? Psst. Ein bisschen Müll tragen. Okay. Weg dann hier viel, du kannst den ganzen Schrott haben. Okay. So viel Müll, ja, ne? Was ich erlebe, was eigentlich hier zum Dingens hier in Siedlungen zurückkehren, meine Mission abgeben und nein, aber gehen wir mal darunter, machen die Meyer Locks fertig. What? Was? Muss schon ein bisschen genauer sein. Ich meine, so hatte ich jetzt Wasser gesprochen, nur allgemein. Das wär's. Ja. Oh. Gratis Erfahrungspunkte. So, nun, wie komme ich jetzt wieder da hoch? Ich irgendwo schwimmen? Ja, tatsächlich. Ja, ich glaube, das war nicht so gut. Mich da durch auch noch. Geht, na? Unter Wasser tue ich mich ganz bestimmt nicht umschauen hier. Oh Gott. Ja, das wird nichts hier. Ich muss meine Chance ergreifen mit dem. Wenn man ein bisschen weiter entfernt sein wird, ne? Mein Gott. Ey, wie ich immer runterfall.
Zieht doch wenig ab. Hart, zieht halt wenig ab. Will ich auf den Arm nehmen. Seriöser Fremder, hilft mir. Was du denn? Siehst nicht aus wie ein Meierlöp irgendwie. Sieht aus wie ein Supermutanten. Von der Seite. Boah, Mann. Wo kamen die alle her, die Kleinen? So nicht. Was ist das? Tut mir ein bisschen zu viel aushalten, den verdammten Myolurks, ey. Boah. Komm, noch eine Mini-Atome für einen jetzt hier zu verwalten. Mann! Noch mehr. Kopf. Okay. Puff. Könnte jetzt die langweiligste und längste Feuersession aller Zeiten sein. Oder auch nicht. Oh, Meierlux sind so nervig. Ich hasse sie. Oh, aber das war's jetzt, ne? Mit 2, 3 Mini-Atombomben verballert. Und weiter geht's. Sungen. Wird aber nichts mit McCreedys Mission heute. So ein Dreck. Das wär's. Lies mich. Die gottverdammten Myolurks haben die Sicherheit hier unten aktiviert. Benutzt den Zugang zum Dach. Du bist die ganze Zeit mit dem Dach, ey. Genau, sowieso jetzt den Weg. Also ist auch egal. Mir egal, was ich hier schon verpasst habe. Ich will einfach raus. Ja, Erfahrungspunkte. Wer ballert hier noch? So nicht mehr klar, wo ich schon war, wo nicht. Ja, irgendwas ist hier. Ich bin auf der Decke hauen. Habe ich mir gedacht. Die Frage ist jetzt, wo war ich schon, wo nicht? Da, ich bin hier runtergesprungen, ne? Mich da irgendwo gelandet, hier unter Wasser. Da war ich schon. Okay. Das war noch eindeutig eine Schlange. Möchtest du unbedingt zu leuchten anfangen, oder was? Ja, leuchten wir doch geil. Klingt so, als würde er nicht gefallen. Wäre geil, wenn ich im Dunkeln leuchten würde, ne? So, haben wir hier noch was? Anscheinend schon. Anscheinend nicht. Ein Raider, ja super. Ich guck mir einfach nur von oben zu. Ich spring da nicht rein, ne, sehe ich so aus. Bald musst du aber hier runterspringen, weil ich wieder voll bin, habe ich das Gefühl.
so viele Sachen verkaufen. Okay. Ich höre schon, nein. Nehmen wir noch, oh nee. Hallo? Kann ich schlagen? Zeit zum Sterben. Meine Waffe irgendwie nicht ziehen. Das nenne ich mal einen bestätigten Abschuss. So, haben wir hier was Neues noch wenigstens? Anscheinend nicht. Da ist irgendwo der Ausgang, das ist schon mal gut. Ach, ich soll ja durchschwimmen. Haben Sie noch welche oder was? So. Dann komm mal her. Hallo, na? Oh, hallo. Ach, sei mal nicht so eine Pussy. Oh, Commonwealth, endlich. Yay. Boah, raus hier. Leck mich. War schon wieder so ein komisches Abenteuer. Zuerst mal die ganzen Missionen abgeben. Kronkorken, Erfahrungspunkte. Und. Okay. So. Dann, wo soll man hingehen, um die abzugeben? Ja, gut. Muss ich da hin? Dann muss ich nochmal nach Preston gehen, weil ich voll nervig finde immer. Okay. Irgendwo muss ich den nicht mehr mitnehmen, weil ich schon den seine Fähigkeit habe. Yeah. McQueen's Fähigkeit will ich haben. Yeah. Und Strong's. Yeah. Und allen anderen. Nick, Deacon. Wen noch? Hancock. Die alle noch haben die Fähigkeiten. Curry. Was geht ab? Kann ich hier Geschütze uns aufstellen? Ich habe ja gar keinen Schuss. Was ist mit euch los? Ich stelle mal ein paar Wachposten für euch auf. Nehme ich noch gerne. 1, 2. No, ihr braucht 28. Aber ich habe mich noch gar nicht umgeschaut, so ne. Weiß, was aus dem Wasser kommt. Mein Auto hier weg tut. Im Weg stehen, da ist noch eins. Ja, die Sitze sind noch da, ist klar. So. Mal gucken. Gut, war weg. Yay. Keine Ausrufezeichen, das ist, glaube ich, gut. Trotzdem werden die angegriffen. So, wenn du mir jetzt sagst, habt ihr diese Raider erledigt, ne? Hast du dich schon um diese Raider kümmern? Boah. So bescheuert, ne? Für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Okay, gern geschehen. Na, schon zwei Missionen, die wir bei Preston abgeben müssen. Wir haben ja auch schon geplündert, sonst wäre in der Truhe wahrscheinlich was Geiles drin gewesen. Direkt wieder Strahlung. So. Das sieht episch aus da hinten. Was haben wir denn da noch?
Und drin war ich, glaube ich, auch schon. Wenn ich mich irre. Nichts. Zimmermannsamal, den habe ich noch nie gesehen. Ja, Preston. Gib uns Erfahrungspunkte. Unglaublich Storyfortschritt oder ein Ort, wo ich eine neue Siedlung finden kann oder so. Ich habe keinen Bock, Alten zu helfen. Das bringt's nicht, Mann. Das bringt's doch einfach nicht. Reichen wir sowieso nichts mehr in dem Part. Ich kann meine Wackelpuppe und so aufstellen. Ich könnte meinen Thron bauen, aber ich weiß nicht wo. Weiß echt nicht wo. Ich habe gar keinen Platz. Ich kann auch nichts mehr hinbauen, glaube ich, weil ich schon zu viele Sachen habe. Ich habe das Maximum an Kapazität erreicht. Boah, guckt sich das schon mit einer an, ne? Warum werden die angegriffen? Wir haben noch genug Schutz. Also was, boah. Wie ist mit Sanctuary aus? Was ist los? Immer noch 10 Leute. Schutz haben die genug, Betten haben die genug, warum ist da ein Ausrufezeichen? Stehe ich wieder nicht. Ja, yes. Hier kann euch angegriffen werden. Ja, wenn hier jemand angreift, ne, dann versuche ich den Hintern. Hier wagt sich niemand anzugreifen. Red Rocket Raststätte wurde noch nie angegriffen, fällt mir auf. Gut, dass du bei der Railroad bist. Wenn man bedenkt, was jetzt? Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Na, glaube ich nicht. Entschuldige bitte das. Die sagt auch schon wieder immer das Gleiche. Die sagt andauernd das Gleiche. So, ach. Mich extra beide abgeben. Ist jetzt ein besserer Zeitpunkt zum Reden? Ja. Ja, habe ich. Und ich weiß zu schätzen, dass du mir gegenüber so offen warst. Oh, gut. Dann war ich wohl weniger konfus, als ich dachte. Oder seid jetzt schon wieder. Boah. Nur, ich war bereit, alles aufzugeben. Mir war es egal, ob. Das habe ich doch schon in der letzten. Und deinem Wesen ist es zu verdanken, dass ich es doch noch geschafft habe. Ich wollte das. Bla bla bla. Danke, Preston. Ich weiß, dass es für dich nicht einfach war, darüber zu reden. Jetzt, da ich es laut ausgesprochen habe, fühle ich mich besser. Dann sollten wir uns wohl besser wieder. Oh, ey. Die erzählen jetzt immer das Gleiche. Dann ist aber los. Kurz vertraulich unterhalten. Aber sicher. Natürlich. Nur zu. Lass mir nur meine Mission mal abnehmen, Zier. Für mich ist das nicht einfach, also hoffe ich, dass du ein wenig Geduld aufbringst. Als du mir als Anwärter zugeteilt wurdest, hatte ich dir gegenüber ziemliche Vorbehalte. Mehr Gespräche nicht auch schon mal. Trotzdem hat die Erfahrung letztendlich etwas gebracht. Uns beiden. Mittlerweile habe ich nicht mehr den Eindruck, dir noch etwas über das Leben als Soldat der Bruderschaft beibringen zu können. Deine Einstellung und deine Taten lassen erkennen, dass du diese Ideale verinnerlicht hast. Das schmeichelt mir. Aber ich glaube, das war noch nicht alles. Stimmt. Ich bin in solchen Dingen einfach nicht besonders gut. Beginnen wir am Anfang. Ich bin allein im Ödland der Hauptstadt aufgewachsen. In meiner Kindheit habe ich die Ruinen durchsucht und Schrott verkauft. Als ich älter wurde und ein paar Kronkorken gespart hatte, habe ich in Rivet City einen Schrottstand eröffnet. Rivet City. Dort traf ich einen Mann namens Cutler. Wir verstanden uns, passten aufeinander auf und sorgten dafür, dass es keinen Ärger gibt. Als die Bruderschaft auf Rekrutierungstour vorbeikam, hielten wir das für den besten Ausweg aus unserem nutzlosen Leben und traten ihr bei. Rivet City? Die Stadt gab es vor dem Krieg noch nicht, oder? Ja, stimmt. Das war eine Siedlung im Innern eines gestrandeten Flugzeugträgers. Es war einer der sichersten Orte im Ödland der Hauptstadt, bis die Bruderschaft kam. Perfekt für mich, um es mit einem Leben als Händler zu versuchen. Ich kann mich nicht nur schwer als was anderes als einen Soldaten vorstellen. Ich hatte eben meine Berufung ignoriert. Also ungefähr ein Jahr nach unserer Verlegung auf die Pridwin verschwand Cutler auf einer Erkundungsmission. Schließlich konnte ich meinen befehlshabenden Offizier überreden, mich einen Trupp zusammenstellen und nach ihm suchen zu lassen. Es dauerte fast 3 Wochen, um sein Team in einem Supermutantennest aufzuspüren. Diese verdammten Ausgeburten hatten alle bis auf Cutler abgeschlachtet. Ist das vielleicht sogar die Mission? Nicht. Diese mutierten Mistkerle machten ihn mit ihrem FEV zu einem von ihnen. Er war nicht mehr Cutler. Ich musste... Da bekommt mir nämlich auch bekannt vor. Pflicht,
ihn zu erledigen. Konntest du wirklich nichts tun, um ihn zurückzuverwandeln? Der FEV-Effekt ist unumkehrbar. Niemand hätte etwas tun können. Du hast getan, was die Bruderschaft dir beigebracht hat. Dann verstehst du, warum es getan werden musste. Seit Cutlers Tod habe ich andere Soldaten kommen und gehen sehen. Manche tapfer, manche redlich. Andere waren sogar echte Helden. Aber nie war auch nur einer davon ein guter Freund wie Cutler. Bis jetzt. Es fühlt sich gut an. Macht mir aber auch Angst. Jemanden zu verlieren, mit dem man verbunden ist, das verändert einen. Ich will das nicht nochmal durchmachen. Boah, ich will nicht flirten. Das wird nie geschehen. Versprochen. Mir ist klar, dass du das nicht in der Hand hast, aber ich weiß es zu schätzen. Ich dachte nur, du hättest es verdient, etwas über meine Gefühle zu erfahren. Wenn du findest, dass ich zu weit gegangen bin, dann verstehe ich das. Wie auch immer, es ist schön, dass du dir die Zeit genommen und zugehört hast. Okay. Dance? Bereit, unsere Mission fortzusetzen, Soldat? Hängt davon ab. Wie fühlst du dich? Allzeit bereit. Der Feind kann kommen. Wenn du bereit bist, bin ich direkt... Jetzt nicht. Kein Problem. Wann kann ich die Mission endlich mal abgeben bei dem? Unsere Mission fortzusetzen, Soldat? Jetzt nicht. Kein Problem. Gib Bescheid, wenn du... Okay, keine Ahnung. Dann tue ich den Part hier mal beenden. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir an MacReadys persönliche Quest machen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.